sprichst sehr gut Deutsch. Wie lange lebst du schon in Deutschland? Ich lache immer ein bisschen, wenn ich höre, dass ich spreche gut Deutsch. Aber das ist sehr, sehr nett von dir. Ja, ehrlich. Ich toure in Deutschland seit 2005. Aha. Und so jetzt fast 16 Jahre, dass ich spreche. Fast genau 16 Jahre. Ich bin hier in Deutschland getourt und Österreich und Schweiz und so. Und durch die Zeit habe ich mein Deutsch geübt. Ich bin hier beim Schloss Wieschel, im Gemeinschaftshaus Schloss Wieschel in Wieschel bei Berlin. Wie bist du nach Deutschland gekommen? Warum? Wie kam das dazu? War das spontan oder? Meine Leben funktioniert durch eine Mischung von spontanen Entscheidungen und kalkulierten Entscheidungen. Warte. Schöne Gürken, oder? Das ist auch richtig. Okay. Ich denke, in ein paar Minuten, ich gehe für einen Spaziergang, mach mich bereit. Ich spiele meistens in Deutschland, so warum nicht hier zu umziehen? Und ich habe eine zweite Ausweis, so ich habe auch eine irische Ausweis. Mhm. Und das heißt, ich kann überall leben, aber ja, ich kenne Deutschland ganz, ganz gut und ich liebe das hier. Ich liebe mein Leben in Deutschland und ja. That's right, guys. It's time for a trip back to St. Peter-Ording. Wir reisen nach St. Peter-Ording, wo dieser Song war geschrieben, tatsächlich für meine Hamburger Platte, and it goes like this. On a lonely night in a Franken town was my life forever changed by a twinkling eye as I played my songs for the ear of my ivy. Did the weeks and months from that night give away and the hours on the phone? How the thrust of fate led me to the day I took the hand of my ivy. Wie bist du zu dieser Art Musik gekommen? Wie hast du diesen Stil für dich kreiert? Also ich war Teenager in den 90er. Ja. So ich war dabei mit Pearl Jam und Nirvana und alles. So davon kommt den Grunge ein bisschen rockiger auch. Also ich bin großer Fan von großer Rock auch, so die klassische. Und so, das hat auf jeden Fall einen Einfluss auf meinen Stil gehabt, aber ansonsten, ich höre gerne alles tatsächlich und irgendwie habe ich meine Linien gefunden durch einfach akustische Gitarre. Also die Hauptteil meines Arbeitslebens vor Musik, außer von Musik, war Sozialarbeit. Mhm. So, ich habe mit behinderten Kindern und dann Jugend und dann Erwachsenen gearbeitet. Und dann mit Straßenmensch und Leute mit Problemen von Sucht. Und insgesamt war es ungefähr 20 Jahre Sozialarbeit. So, das ist meine Haupt. Und auch für alle Publikum, was möchte, Konzert sehen. Ich kann euch sagen, das ist ein echt klasse Raum, in dem zum Auftreten. Und ist heute nur ein Stream. Aber nicht nur ein Stream. Also wir sind zusammen trotzdem. Ne? Das ist was ganz Schönes von den Streams, ist, dass wir machen trotzdem ein bisschen Kultur und es ist eine richtige Ehre, dass ihr seid mit mir hier im Schloss Wieschel mit unserem Publikum. I love it. Du hast, ich glaube, 2019 mit der Lebenshilfe eine Tour gemacht. Ja. Yeah. Um die Lebenshilfe, die kümmert sich ja auch um Menschen mit Einschränkungen. Mhm. Und so bist du dazu gekommen durch den durch damalige Kontakte im Sozialarbeiterbereich oder war das ein persönliches Anliegen oder wie kam das dazu, dass du dann persönliches was? Wie heißt Anliegen? Anliegen. Also eine ich weiß nicht, was ein Anliegen ist, aber ja, ich denke, es war ein eine persönliche Motivation. Motivation war es ja auf jeden Fall, ja. Und dieser zweite Song heißt Das Herz in mir, which is basically
the German way of saying the heart in me, which actually sounds a lot like the everything about me, but... Und ich habe auch einen Song geschrieben fürs Lebenshilfe, so. Und das heißt, das Herz in mir. Und mein Plan ist, das zu spielen heute Abend tatsächlich. Ah, ja, ja, ja. Okay. So, das ist ein Song, was ich geschrieben habe, besonderes für den Lebenshilfe. Die nächste Song habe ich geschrieben fürs Lebenshilfe. In Schwarzwald. Yeah. I love the Lebenshilfe. I love the Lebenshilfe. So, denn, there's Marco, klasse. Denn Gemeinschaftshaus Schloss Wischel ist auch, also wie denn Lebenshilfe, ist da für Menschen mit Behinderungen. Und so, das freut mich einen Tick extra hier heute zu spielen, weil es so nah zu meinem Herz ist. All right, you guys. And in this light, my hair looks like I just touched an electric ball. Aber egal. All right, so viel Spaß bei einem kleinen Song, heißt Das Herz in mir. Und dieser Song hat einen Teil in Englisch und auch einen Teil in Deutsch. Weil es ist halt so eine, irgendwie eine, hey, 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 positiv und... Aber auch ein Herzenssong. Ja, ja, total. So, so ja, das ist... Okay, here we go! Das, was ich durch dich gewann, der Mensch, der ich jetzt bin, all das hat mir gut getan. Hey! Siehst das Herz in mir, der Mensch, der ich sein kann. Alles ist okay mit dir. Yeah! Sometimes life be so hard to understand. Sometimes mein positiver Lichtblick ist ja heute dieses Konzert. Und ich bedanke mich recht herzlich für das Interview und für die Fragen und wünsche dir jetzt viel, viel Spaß beim Konzert. Und ja, ich mich auch. Dankeschön. Ja.